Weil ich muss sagen, im Hinterkopf, und das wirklich, das hat jeder im Hinterkopf, der YouTube macht, man will irgendwann mal, wenn man echt aktiv dabei ist, damit auch ein bisschen Geld verdienen. Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Motorvlog hier auf meinem Kanal. Ich hoffe wie immer, euch geht's gut da draußen. Und zwar habe ich heute mal ein kleines Thema mit euch zu besprechen. Darüber denke ich jetzt auch schon längere Zeit nach. Aber was jetzt hier heute so abläuft, wollte ich mal kurz euch erklären. Und zwar, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Moped putzen gehen, weil die sieht wieder wie Sau aus, also komplett dreckig von der Tour, wo ich meinen Lederkombi gekauft habe. Seitdem habe ich sie nicht mehr geputzt, deswegen wird es jetzt mal wieder Zeit sein, sie zu putzen. Aber zurück zum Thema. Heute geht es mal um ein etwas ernsteres Thema, was mich wie gesagt schon länger beschäftigt. Und zwar ist das YouTube selber. Genau, also ihr wisst ja, ich habe ja einen zweiten Channel beziehungsweise einen anderen Channel, wo ich ja aktiv seit 2014 oder so unterwegs bin. Da geht es ja rein um die Musik, also um das Mixen, das was mir eigentlich so hauptsächlich am meisten Spaß macht. Und ja, wie soll ich sagen, ich mache das jetzt wie gesagt schon, ja, ich glaube 3-4 Jahre ungefähr, müsste ich noch mal nachschauen. Es ist so, dass ich seit 4 Jahren mit meinen 250 Abonnenten, 260 Abonnenten rumgurke, sage ich mal. Finde ich eigentlich gar nicht so schlimm, bloß da merkt man irgendwie, oder merke ich, irgendwas stimmt da nicht, weil ich habe jetzt glaube ich schon an die 120 Videos veröffentlicht auf dem Kanal. Und ja, ich gucke eigentlich wie gesagt nur mit 260 Abonnenten. Ich bin auf jeden Fall froh für jeden einzelnen, keine Frage. Jetzt müssen wir noch mal kurz warten, bis es grün ist. Jetzt. Und ja, und das Ding war einfach so, ich wäre eigentlich glücklicher natürlich, wenn ich mehr Abonnenten hätte. Jetzt weiß ich nicht, an was es liegt. Also ihr könnt es gerne mal an dem Channel, also auf dem anderen Kanal vorbeischauen und mir mal eine Meinung sagen, weil es gibt ja so viel DJer oder DJ-Leute, die auf YouTube ihre Musik hochladen, und da frage ich mich so, warum haben die um Gottes Namen so viele Abonnenten? Das, ich verstehe es nicht. Was für ein Grund, was mache ich falsch oder ja, was machen die einfach anders als ich? Die nehmen das genauso auf, mixen da. Gut, viele machen zum Beispiel so Future House, weil Melbourne Bounce hören jetzt nicht allzu viele, wie so House Music, Techno oder sowas. Aber ich will ja in die Schiene gehen, was mir Spaß macht. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz beschleunigen, weil es... So. Ich hoffe, ihr könnt mich wieder verstehen. Ja, ich will einfach mal wissen, an was es liegt, weil ihr müsst es euch so vorstellen, ungefähr jedes dritte oder vierte Video gewinne ich 1 bis 2 Abonnenten. Ist ja eigentlich in dem Sinne geil, aber es ist mir einfach zu wenig, weil ich stecke so viel Zeit rein. Also ihr müsst überlegen, ich habe einen Vollzeitjob, dazu mache ich dann am Abend die Mixe oder mache ich am Wochenende. Und dann denke ich mir so, hä, gut, man wird ja eigentlich auf YouTube belohnt mit Abonnenten oder mit Kommentare oder mit Likes und sowas. Weil ich muss sagen, im Hinterkopf, und das wirklich, das hat jeder im Hinterkopf, der YouTube macht, man will irgendwann mal, wenn man echt aktiv dabei ist, damit auch ein bisschen Geld verdienen. Weil ohne Geld, ja, macht YouTube eigentlich wenig Sinn, weil es hört sich zwar vielleicht jetzt blöd an, aber wie gesagt, jeder, der mit YouTube starten will, hat im Hinterkopf, hey, geil, ich kann damit Geld verdienen, ich kann damit mich selbstständig machen oder. Und das habe ich natürlich auch. Und da frage ich mich, was mache ich falsch? Also abgesehen jetzt vom Geld oder von den Einnahmen,
weil ich kann meine Videos eh noch nicht monetarisieren, weil ich erst 1000 Abonnenten brauche. Und was ist da passiert? Oh Mann, schon wieder Unfall oder was? Naja, super. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Leute. Junge Mann, ich hoffe dem Typen oder der Frau geht's gut, der damit gefahren ist. Eieiei. Und ich fahr hier im T-Shirt, Mann. Ey, es ist so dämlich von mir. Oh Mann. Nee, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Genau wegen dem Monetarisieren. Also ich kann ja meine Videos erst ab 1000, oder jeder YouTuber kann seine Videos erst ab 1000 Abonnenten monetarisieren. Soweit ich das jetzt weiß, die habe ich wie gesagt noch lange nicht erreicht. Ich wäre froh drüber, wenn ich es irgendwann schaffe. Und Kollege, warum fährst du hier so langsam? Mein Gott. Ja, keine Ahnung. Deswegen war halt mein Gedanke auch noch jetzt auf dem Kanal, wo ich ja meine Videos hochlade und produziere. Macht es überhaupt noch Sinn, hier weiterzumachen oder nicht? Weißt du, Bock habe ich schon, das ist nicht die Frage, aber irgendwie kommt mir zu wenig Feedback rüber. Ich weiß, meine Videos sind jetzt nicht der Ultra-Knaller oder ich mache nicht den ultra-geilen Content, das ist mir schon klar, aber ich will es ja so machen, wie es mir taugt, also wie ich bin, und ich will mich jetzt nicht irgendwie verstellen, weil es ist ja der größte Schwachsinn. Jetzt hoffe ich, dass da frei ist. Und zwar gehen wir jetzt nur mal kurz ein bisschen Moped waschen und ich will mal wissen, wo der hinfahren will. Ich hoffe, der fährt nicht da rein. Yes, und habe ich da Platz für mich. So Leute, gewaschen ist sie. Sieht doch schon wieder ein bisschen nice aus. Glänzt sie wenigstens wieder ein bisschen. So, es ist zwar noch ein bisschen nass, aber stört mich nicht weiter. Machen wir mal das gute Stück wieder an. Nochmal zurück zum Thema. Ja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, ob sich das für mich halt rentiert, noch weiterzumachen. Lässig. Weil ich einfach so viel Zeit da reinstecke und einfach, wie gesagt, klar, der Content ist jetzt nicht so überragend bei mir. Mir fehlt auch noch ein bisschen so, ich will eine neue Vlogging-Kamera, dass es einfach alles einfacher wird und dass die Qualität auch besser wird. Aber das kostet natürlich auch wieder alles Kohle und dann frage ich mich, rentiert sich das, da überhaupt noch reinzustecken, wenn ich nicht mal mehr weiß, ob ich noch weitermachen soll. Und ja, das schwirrt mir einfach zur Zeit so im Kopf rum und ich weiß halt einfach nicht, was ich machen soll. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich weitermache, also dass Vlogs kommen, unter anderem wie ja, Motorradfahren, Musik machen oder einfach generell einfach solche Vlogs rausbringen. Someone new, baby, but you.
so cute, sound just